Ich bin ein 68, buchstäblich. Ich bin ein früher 68er. Schon in der ersten Dekade des ersten Monats des Jahres 1968 erblickte ich das Licht der Wüste Taklamakan. In einer bitterkalten, verschneiten Nacht, ohne fließendes Wasser, ohne Strom, ohne Hebamme und über 2600 Kilometer von der Heimat meiner Eltern entfernt. Mit Liebe, Hoffnung und Tränen. Alle meine Gliedmaßen waren vollständig. Mein erstes Geschrei im Leben war kräftig. Meine junge Mutter war erleichtert. Das Zimmer war voller Freude und Glück. Auch wenn meine Mutter sehr erschöpft war, umarmt sie meinen Vater ganz fest. Das mit Pferde und Kamelläpfel geheizte Zimmer war angenehm warm. Liebevoll wusch mein Vater mich in einer Waschschüssel aus Holz. Bald schlief ich in den Armen meiner Mutter ein. Die einzige Kerze brannte im Zimmer, die sie extra für meine Geburt gekauft hatten. Leise sang mein Vater ein Volkslied. Dabei erzeugte er mit der Hand auf seinen Schoß den Takt. Seine geliebte Gitarre musste er bei der Flucht vor 2 Jahren zurücklassen. Wenn die Flucht meiner Eltern in die Sowjetunion zu Beginn der Kulturrevolution im Jahr 1966 gelungen wäre, hätte mein Vater nicht Uigurisch lernen müssen. Und ich wäre nicht als Tochter eines Konterrevolutionärs geboren. Im Sommer 1966 war mein Vater von einem Bekannten eingeladen worden. Das war ein evangelischer Hauskreis an diesem Abend. Jeder Besucher bekam ein Johannesevangelium, das man am nächsten Tag auf seinem Arbeitstisch entdeckte. Einige Tage später wurde der bekannt wegen unerlaubt religiöser Zusammenkunft verhaftet. Durch die Teilnahme an der Versammlung wurde mein Vater als Konterrevolutionär verurteilt. Bevor man ihn ins Arbeitslager schicken konnte, floh er mit meiner Mutter im Güterwagen versteckt in das autonome Gebiet Xinjiang. Von dort wollten sie nach der Sowjetunion auswandern. Auf dem Weg zur Grenze trafen sie geflohene Menschen, die von der inzwischen geschlossenen Grenze in die Sowjetunion berichteten. Meine Eltern kehrten um, tauchten bei einer uigurischen Kommune Aksu in der Taklamakan-Wüste unter. Der Dorfaufseher wies meine Eltern ein großes Feld mit einer kleinen Hütte am Rand der Kommune zu, gab ihnen einen Sack Weizen und Mais, 2 Essschüsseln und einen Wok und zeigte auf den Lehmofen in der Hütte. Er war der einzige Uigure in der Gegend, der Chinesisch sprach. Kein Chineser lebt in der uigurischen Kommune. Mein Vater war klar, dass er die uigurische Sprache lernen musste.
Meine Eltern waren dem Dorfaufseher sehr dankbar, dass er ihnen keine Fragen über ihre Herkunft und ihre Ziele stellte, sondern ihnen einfach eine Hütte und ein Ackerfeld zur Verfügung stellte. Das ändert die Einstellung meiner Mutter zu den wilden, unzivilisierten muslimischen Uiguren, von denen meine Mutter sich eigentlich fürchtet. Eine Lehmhütte, weite Felder, blauer Himmel. Sie legten neben der Hütte einen Gemüsegarten an. Einfaches Leben, einfaches Leben, einfaches Essen unter Decknamen. Weit weg von der Propagandamaßnahmen, von der Kulturrevolution, von der Denunziation, vom Tod. Mein Vater lernte fleißig Uigurisch. Sein Ingenieurstudium und das handwerkliche Geschick war auch eine große Hilfe in seinem neuen Leben. Er baut Tische, Stühle, repariert Räder für die Menschen der Kommune. Sie freuten sich über das neue, einfache und ruhige Leben. Sie waren noch glücklicher, als ich geboren wurde. Mein Vater gab mir den Namen Winterkirschblüte. Winterkirschblüte sollte unsere Tochter heißen, sagte mein Vater. Unsere Tochter sollte nicht nur die harte, kalte, einsame Wüste überleben, sondern auch der Welt ihre schöne Blüte zeigen. Außerdem ist Winterkirschblüte im Schnee auch Sinnbild der klassischen chinesischen Malerei. Mein Vater war sehr euphorisch, während er darüber sprach. Begeistert stimmte meine Mutter zu. Ich war die Frucht ihrer Liebe und die Hoffnung ihres ungewissen und unsicheren Lebens. Die Augen meiner Mutter glänzten von Tränen. Auch in diesem Moment war mein Vater nicht nur musikalisch, sondern auch künstlerisch, das meine Mutter bei meinem Vater immer bewunderte. Das Jahr war ein glückliches Jahr für meine Eltern, mit mir zu dritt. Mehrmals überlegt mein Vater, das Familienglück mit der Familie in der Heimat zu teilen, der Familie von sich ein Lebenszeichen von der Flucht vor 2 Jahren zu senden. Meine Mutter war dagegen. So versteckt mein Vater den Brief mit einem falschen Absender und der richtigen Empfangsadresse in der Hütte. Zum chinesischen Neujahr hat mein Vater doch den Brief mit den Neujahrswünschen an seine Schwester in die Familie gesendet. 3 Monate später wurde mein Vater in unserer Hütte entdeckt, festgenommen, nach kurzem Verhören als Konterrevolutionär erschossen. Er war gerade 29 Jahre alt. Seine Rehabilitation erfolgte 15 Jahre später. Mein Vater übertrug mir seine Kraft, seine Energie, seine Überlebenswillen. Wenn meine Mutter von dem Jahr 1968 erzählte, strahlte sie, dabei waren ihre Augen voller Tränen. Das Jahr 1968 war ein sehr glückliches Jahr für mich.
von meinen Eltern geliebt, behütet, geschützt, auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann. Und auch für meine Eltern ein Jahr voller Hoffnung, Herausforderungen und Träume.